Es braucht tatsächlich für mich, ich gebe es zu, viel, viel, viel Nächstenliebe von Gott, wenn ich in meinen YouTube hineinschaue. Ich weiß, wer ich bin. Gott vergebe ihnen, sie wissen, sie aber wissen es nicht. Da sind die Besserwisser, die in der Bibel, im Alten Testament noch verhökert sind. Sie sind wieder Buchstabentreue. Apostel Paulus sagte, der Buchstabe tötet. Und welche mit vorgefasster Besserwisserei urteilen, aus ihrem menschlichen Kopf, nicht. Dann sind es diese, welche nur immer mit gewissen Sätzen aus der Bibel herauspicken für sich. Die werden aber als Sekte tituliert. Nur was ihnen gepasst. Dann sollte man nicht vergessen, dass die Heilige Schrift tausendmal, weiß ich wievielmal, schon übersetzt wurde. Und leider machte man den Fehler, dass man, da ist vielleicht noch von den Aposteln her übersetzt, und dann übersetzt man das wieder neu. Und das, und dann das nächste, die Sprache ändert sich ja. Wenn unsere Urgroßmutter auf die Welt käme, oder Urgroßmutter, die würde unser Deutsch gar nicht mehr verstehen. Und so wurde man immer von dem zu dem, von dem zu dem, immer übersetzt, anstatt von dem zu dem, von dem zu dem, von dem zu dem. Und das, finde ich eben, ist es für uns sehr praktisch, dass wir eigentlich das Latein besitzen, aber nicht fürs Messopfer, sondern um im Archiv. Dass man immer das Latein, das ist eine tote Sprache, die wird nicht mehr gesprochen, weltlich. Und deshalb bleibt es immer nicht wie unsere Sprache, die sich von Jahr zu Jahr, bald gesagt, schon ändert. Jedenfalls wüsste die Urgroßmutter oder schon die Großmutter nicht mehr, was City heißt. Oder Street oder was da, die Läden da heißen, Shop und dann weiß ich was. Hätte keine Ahnung. Versteht ihr? Dann kann ich nicht vom Shop zum Heute, sondern ich muss wieder vom Ersten. Das ist das Gotteswort, nicht das. Und das ist das Gotteswort. Von dem muss immer wieder übersetzt werden. Aber dann noch einmal, dann übersetzen Sie vom Aramäischen. Heiland hat mir gesagt, der Fehler darin liegt, weil der Mensch müsste mal in diesem Moment leben, in dieser Situation, dann würden Sie ganz anders alles verstehen. Ein kleines Beispiel, wo selbst die Doktoren, Theologen reinfallen, gewisse. Heiland hätte noch, Mutter Gottes hätte noch Kinder gehabt, denn da hieß es ja, seine Brüder und Schwestern seien da. So ein Blödsinn. Ich meine, ein Theologe sollte so intelligent sein, aber anscheinend nicht. Denn man hat früher, bei den Juden, hat man bis ins siebte Geschlecht waren alles nicht Schwager oder sowas, sondern Bruder und Schwester. Und so hat man es auch dann genannt. Ich wünschte, jeder Theologe müsste zuerst mal einen Moment zum Himmel hoch,
was uns der Herr und ihn selber ins Herz paukt, was, wie es gemeint hat, wie es verstanden wurde dazu mal. Vergesst doch nicht, viele bleiben eben bei den Worten in der Bibel stecken. Und sie nehmen es natürlich als Menschenverstand auf. Warum gibt es ein altes Testament und ein neues Testament? Christus hat die Gesetze des alten Bundes strikte eingehalten und vollbracht, vervollkommt. Und Christus ist Gott. Und Gott kann wohl tun. Wir sind was, nicht was uns, wie wir denken, oder? Er hat ja auch gesagt zu den Aposteln, ach, ich hätte euch noch so vieles zu sagen, aber ihr könntet es noch nicht verstehen und begreifen. Oder er sagte, nicht ertragen noch. Also kam dann noch Neues dazu. Oder glaubt ihr, dass das Neue Testament nur das ist, dass der Heiland in den 3 Jahren, wo er mit den Aposteln gelaufen ist, gelehrt hat, nur das, was man in der Heiligen Schrift, das bisschen noch, nur das geredet hat? Oder was? Da war noch so vieles. Und so vieles ging verloren. Heutzutage sage ich fast Gott sei Dank, hätte man das auch noch kaputt gemacht, umgeschrieben.